Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Terraway Unfolded. Der Eulen Eddie hier neben uns ist richtig aufgeregt, denn die Singsam-Party geht gleich los. Und da müssen wir noch dazu stoßen. Von da machen wir uns mal direkt auf den Weg. Kommst du mit? Oder willst du nicht dabei sein? Okay. Anscheinend bist du schüchtern. Gewirrt, alleine zu Singsam-Party. Ich sehe das schon wieder einen weißen Gegenstand. Oh nein, die Schnipsel kommen. Das sind Party-Crasher. Oh oh. Das ist ja eine geile Party. Nein, das Trommeln ist noch nicht zu Ende. Sie werden den großen Apfel zum Fall bringen. Nein. Wo ist der große Apfel? Nee, Leute. Zack, hier. Ruff. Kommen wir noch mehr. Ihr werdet hier alle zerschrotet. Einer nach dem anderen. Zack. Oh. Hab ich überhaupt eingetroffen? Nee. Okay, einer noch. Kann ich immer nur einen damit treffen gleichzeitig? Zack. Was das? War das ein Bossfight? Ich glaube nicht. Würde es hier irgendwie sowas wie Bossfights geben? Der große Apfel wurde vom grünen Mann höchstpersönlich gefressen. Wer ist denn der grüne Mann? Vielleicht ist das die grüne Stimme. Jedes Jahr locken unsere Trommeln ihn aus dem Boden, damit er seine Samen verteilen kann. Ja. Sexualkunde im Singsangwald. Der Singsang-Erntebecher wartet auf seine Opfergabe. Oh, oh, ist das geil. Wow. Den muss ich jetzt da reinwerfen. Wir entjungfern jetzt den Opferbecher. Sehe ich das richtig? Okay. Ich werfe den Samen rein. Yay! Woo! Die Welt ist ge... Was ist das denn da? Ist das ein Ziegenbock? Wie geil ist das denn? Das Erntefest ist abgeschlossen. Der Obstgarten ist gerettet. Wir sind der große Held. Oh, jetzt ist aber alles richtig bunt hier. Aber ich will hier die Dings haben. Nee, will ich nicht. Boah, ich würde jetzt gerade richtig gedanced, ey. Das ist geil hier. Was ist das denn? Das ist ein Plattenspieler, auf dem ein Ziegbock steht. Oh mein Gott. Du spielst du crazy für mich. Yeah! Party time! Du hast es geschafft, Erdtrommler! Yeah! Das ist die tollste Singsa-Party überhaupt! Sehe ich auch so! Oh! Das wollte ich nicht abwerfen. Ah, guck mal, sogar er ist gut gelaunt! Kennt ihr ihn noch? Mr. Kaktus-Tannenbaum? Sogar der tanzt mit. Boah, hier geht's voll ab. Nein! Zu übermütig. Zu übermütig. Ja, schon bin ich drin. Danke, dass das Spiel denkt, dass ich übergegangen bin. Ich bin schon wieder Eichhörnchen. Ja, Leute, was geht ab? Hab ich das nicht cool gemacht? Lauf doch nicht weg von mir. Die Schnipsel haben fast unsere Party ruiniert. Ja. Aber ich war ja da. Ist es wahr, dass du dich auf den Weg machst, das Loch im Himmel zu schließen? Wie kommst du da hoch? Das weiß ich selber noch nicht. Aber ich werde schon Weg finden. Die Welt um dich herum will dir auf deiner Reise helfen. Du musst nur wissen, wie man fragt. Ja. Siehst du den Stein dort drüben? Legenden besagen, dass er alle Dinge näher an den Himmel heranbringt. Ich sehe da keinen Stein. Welchen Stein? Ich will eigentlich durchs Geschenk holen. Dieser Stein hier. Aha.
Vielleicht passiert was, wenn ich da so ein Eichhörnchen drauf schmeiße. Versuch's mal mit X. Ah! Oh, da ist ja auch ein X drauf. Bin ich jetzt... Okay, nicht ganz. Schade. Das wäre, glaube ich, auch zu einfach gewesen. Nein! Ja, weiter geht's. Komm, lächel doch mal, Joti. Nach unten mit einem Plumps. Nur keine Sorge, Jota. Die Geschichte fängt gerade erst an. Du hast einen guten Eindruck gemacht. Du hast Licht und Farbe gebracht. Und der Obstgarten singt. Ne, aber eben. Ohne die Hilfe des Wesens und ich hab wärst den du Top nicht so weit gekommen, Iota. Wehr dich nicht gegen die Kräfte, die dich leiten. Wenn das Wesen will, dass du springst, dann spring. Viel Glück euch beiden. Ich kann springen! Na endlich! Ich kann jetzt mit der X-Taste springen. Wie geil ist das denn? Oh, das hat mir echt doch gefehlt bei der Steuerung. Zack! Und dann holen wir uns hier gleich das Geschenk ab. Was ist das denn? Ach, das ist so ein kleiner Vogel. Ab auf den Plattenteller. Oh. Da wird ja ein Spaß hier. Das ist cool. Jetzt wird das Spiel geil. Es ist schon geil. Ich muss sagen, es macht mir wirklich Spaß, obwohl es ein bisschen crazy ist. Aber der Grafikstil gefällt mir sehr. Es ist irgendwie richtig putzig. Total bescheuert. Aber es macht mir Spaß. Was hast du mir dazu sagen, Einleitungs-Eichhörnchen? Ein zweiter Spieler kann dir dabei helfen, um die Welt mit Hilfe der Begleiter anzupassen und zu verbessern. Nein, das möchte ich nicht. Nein! Warum tust du das? So. Wie geht's hier weitergehen? Boah, ich muss ein bisschen raus. Kann einer den Plattenspieler ausmachen? Ja, den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt selber springen. Das war knapp. So kann ich nicht springen? Oh! Das war knapp. Zack, aber das schaffen wir. Wir haben Skill. Oh, der Ochsenboy. Na, wie geht's hier? Alles cool? Wollen wir ein Foto zusammen machen? Komm, wir machen ein Foto. Können wir das machen? Nee. Ich will ein Selfie machen. Stativ. Nee. Fertig. So. Hier stellen wir jetzt das Stativ hin. Geiles Foto. Das ist cool. Mein Homeboy und ich. Wir freuen uns, dass der Singsangwald richtig abgeht. Ich bin fertig. Yeah! Krasses Foto. Was? Was ist das denn? Du bist der Schließer der Löcher. Bist du die Giraffe oder was sollst du darstellen? Derjenige, der den Himmel wieder zusammenklebt, damit nichts Böses mehr herabfallen kann. Ja, genau, der bin ich. Da musst du den Galgenhügel erklimmen. Es ist der höchste Berg in Talfalte. Ach, das scheint die Gegend zu sein. Okay. Hoho. Wow. Das sieht böse aus. Wir werden es schaffen. Hast du noch was zu sagen? Ja. Was? Die Gondel wird sich da hochgehen. Okay. Naja, los geht's, Gondel. Fahr mich! Ich dachte, die fährt mich hoch! Die bringt mich runter!
Oh je. Hier sieht das aber nicht mehr schön aus. Das andere hat mir besser gefallen. Kann ich, passiert hier? Achso, hier ist, wieder Trommelfell. Das war aber gut getan. Stürzen wir erstmal den Tod. Oh, ich glaube, ich muss das in der Bewegung machen. Zack. Jetzt springt man automatisch weiter. Was haben wir denn hier vorne? Yay! Yeah! Wir haben das Kapitel abgeschlossen. Sehr cool. Und wir begeben uns jetzt in die Maibaumfelder. Die Maibaumfelder werden wir allerdings auch wieder ja erst im nächsten Teil erkundigen. Wir laufen hier noch eine Runde durchs Wasser. Schön, wie es jedes Mal auftaucht, wenn ich da durch die imaginäre Wand durchgehe. Dann würde ich sagen, beenden wir diesen Teil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben die Singsang Baumparty abgeschlossen. Sind der große Held des Waldes. Und gehen jetzt in die Maibaumfelder. Was da passiert, sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Eine neue Folge. Tearaway Unfolded.